Sein Nein ist so mächtig, dass die Leute durch Wände fliegen. Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem Hot Tube für euch. Ich bin hier bei 380, nein, verdammt, ich bin bei 360 Grad und werde hier gekocht und deswegen heute funktioniert mein extra. Gehirn schon nicht mehr. Heute gibt's Scheibe. Extra. Wunderbar. Vor allen Dingen, Paul hat unseren Kanal auch direkt zum Hot Tube gemacht. Alter. Ja, Mann. Denn was geht? Flo, Olli und ich wollen uns heute wieder bei den Kollegen und vielleicht bei uns selber belustigen und gucken uns Best Win and Fails Twitch Clips Germany Nummer 97 an. Bald gibt's ein Jubiläum. Es ist Nummer 97, nur noch 3 Folgen. Ja, Mann. Ja, Mann. Guck mal, es geht direkt los mit Donny. Da würde ich mal sagen, rein in den donnernden Aal. Let's go. Twitch Clips Germany, hallo. Du hast auch so einen geilen Nickname, wo ich neulich dachte, das ist bestimmt ein Riesenkanal, aber dein Kanal ist gar nicht so groß. Oh, der Düss. Sorry. Ich dachte mir so, oh, Twitch Clips Germany. Aber das müssen wir ändern. Der Kanal muss groß werden. Der macht tolle Sachen. Ist also, oh, folgt mir und so. Da war ich so ein bisschen ernüchtert. Oh, oh. Der Diss, Alter. Wir alle fangen mal klein an. Oh. Hast du noch letzte Worte? Wir können den Laser jetzt auch perfekt sehen. Ne? Hast du noch geile letzte Worte, Christian? Ich lieb's nicht, übel. Ich hab dich lieb. Oh, Mann, oh, hör doch auf. Ich hasse dich. Wer sich davon abhalten lässt, Alter. Lol. Das klang am Anfang genau wie der Anfang von Faint von Linkin Park. Ja. Genau. Wo bist du hin, Flo? Flo wurde von Außerirdischen entführt, gerade einfach. Okay. All die innere Hohlerde hat angerufen. Hallo? Flo? Weiß er, dass er weg ist? Ich weiß es nicht. Wir finden es heraus. Ich bin gespannt, das ist jetzt so ein bisschen wie bei der Mini-Playback-Show mit der Zauberkugel, die sich jetzt gerade geschlossen hat. Ich warte jetzt drauf, was rauskommt. Was passiert da? Nun, Freunde, ihr könnt wetten. Was, oh, jetzt, ja, was wird Flo erscheinen? Wir machen eine Wette. Kommt Flo zurück. Kommt Flo zurück oder nicht? Wir wetten. Jetzt live. Freunde, wenn ihr gerade das Video schaut, lohnt sich immer live dabei zu sein. twitch.tv/drfreud. Wir wetten jetzt live mit unserem Publikum, ob Flo jemals zurückkehren wird. Ja, nein. Okay, Leute. Ihr habt eine Minute Zeit. Vorhersage hat begonnen. Kommt ja. Er zurück? Ja oder nein, meine Damen und Herren? Setzt eure Bits weise. Setzt eure Kanalpunkte weise. Ja, entschuldige, nicht Bits, mein Gott. Das wäre ja richtig krass. Da kommt sie. Yes, ja, he back. Ja, also die Leute, jetzt, die darauf gesetzt haben, dass er nicht zurückgekommen ist, da muss ich euch enttäuschen. 2%. Ja, ganz leider verloren. Ganz einwandfreier Bluescreen gerade. Richtig schön mit muss neu gestartet werden. 60%, 80%, let's go, Neustart. Und da bin ich auch schon wieder. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, Flo. Ich dachte nämlich gerade, für mich war das so ein Mini-Playback-Moment. Die Zauberkugel ist zugegangen und ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du als Popstar zurückkehrst. Ja, sad. Hat nicht geklappt. Aber komm, trotzdem, da bin ich wieder. Ja, guck mal, was der, wäre eine geile Quote gewesen. Guck mal, was der Zug, der nach Linkin Park fährt, macht. Digga, what the fuck, das sind einfach Leute hinten auf dem Zug gewesen. Was ging da? Habt ihr das gesehen? What the fuck? Was? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding hat gerade. Hast du die nicht gesehen? Das Ding hat gerade ein. Hab ich wirklich nicht gesehen. Das war ja das Ding, worum es ging in dem Clip. Ja, aber ich hab's halt legit nicht gesehen. Da, gerade. Da. Tatsächlich? Ja. Na, das sind diese Bahnsurfer, ne? Super gefährlich. Macht das nicht. Digga. What the fuck, das sind einfach Leute hinten auf dem Zug gewesen. Was ging da? Habt ihr das gesehen? Sein Daumen war insane gerade. Das Ding hat gerade, nein, da, das Ding hat gerade ein, ich krieg das noch hin, warte. Spiegelverkehrt ist nicht leicht. Da. Spiegelverkehrt ist ja so gar nicht meins, ne? Ist schwierig. Erstmal, wieso machst du so viel mit Trill, wenn du ihn nicht magst? Lennart hat relativ hohe Reichweite und gute Kontakte, wenn es um Business-Kontakte geht. kannst du relativ viel Geld über Hallo, Lennart verdienen, Alter. Wenn du es halt richtig machst. Ihr verkauft das aber auch gut. Oh shit. Jungs, ihr wisst, was das bedeutet, oder? Ja, das ist unser Einsatz. Müssen, ja. Heute mache ich mal wieder eine hohe Stimme, glaube ich. Heute mache ich mal. Heute mache ich mal, ja. Okay. Oh Gott. Das ist gut. Okay. Vielleicht noch ein bisschen weiblicher. Oh, let's go. Twitch Clips Germany.
Okay. Es wird richtig anstrengend. Können wir den jetzt noch ganz kurz genießen? So. Das heißt, darf ich, meintest du jetzt mit genießen? Ja, das ist für mich genießen. Schon. Lol. Ich mag's. Ich frage mich, wo das enden wird. Wir erschaffen dadurch irgendwas. Was das über Olli sagt. Du, wir öffnen ein Portal in die Hölle wie bei Doom oder so. Ich sag das. Ich brauche einen richtig harten. Ich brauche jetzt was richtig Hartes, Alter. Look at this booty. Nun. Oh. Hello. Come on. Das ist aber nicht der Booty. Nein! Instant Karma! Ich wollte raus! Wie geil der aufgeplatscht ist. Und das war ja richtig komikhaft. Kreis gedrückt. So aus Muscle Memory, wenn man. Jesus. Ey, schön. Cool, oh, das ist dumm. Das ist der Monte-Move. Der muss aber. Mach das doch nicht. Okay. Das ballert das so schön hoch. Dass der Deckel noch hält. Oh, oh mein Gott. Der ist geplatzt, Alter. Der ist geplatzt. Feiern. Geiler. Ich muss ein Bananchen essen. Ist ja noch viel geiler, als ich dachte. Ich weiß nicht, wie esst ihr eure Bananen? Ich mag die eigentlich immer so ein bisschen mehr reif als unreif. Aber es gibt Menschen, die mögen Bananen eher... Beschäftigen wir uns da mit der Frage ganz kurz. Bananen, eher reif oder eher unreif? Ich mag meine Bananen, wenn sie sogar noch so einen leicht grünen Schimmer haben. So mag meine Frau die auch. Ich mag die gerne reif. Ich mag Bananen, wenn sie wirklich also weder braun noch grün sind, sondern wirklich im perfekten Gelbzustand sind. Anne hingegen isst sie am liebsten, wenn sie knallegrün sind, sodass sie noch knacken beim Beißen. Gut, also, ja. Sie macht Daumen hoch aus dem Bett, sie liegt dann im empfiehl, Bett. Dann empfiehl ihr doch, sie in Zukunft vorher zu schälen. Aber prinzipiell, ja, also ich mag sie auch wirklich, wenn sie noch nicht so ganz durchgegelbt sind. Ja, so, ja, ja. So, Anne, so wie ein Apfel muss es sein, oder? Was? So wie ein Apfel muss eine Banane sein für dich, oder? Rot? Was? Okay, also sie sagte so komplett grün, höchstens so ganz leicht ins Gelb gehende. Ganz leicht. Also können wir uns, Anne mag ihre Bananen so, wie ich meine Bananen mag. Olli. Ist das so? Ja, absolut. Ja, ich wollte einen Witz über deinen Penis machen. Ach so. Ach so, aber dann, warum sprichst du dann von Bananen und nicht von, verstehe ich nicht, warum du nicht von Zucchinis redest. Also. Weil wir gerade bei Bananen waren. So Rettichen, genau. Ich doch nur ne Bulette hätte, ich würde dir ein Haus draus bauen, wenn ich doch Mann hätte. Wo kam der Ton her? Das wäre mega gut. Content. Was glaubst du? Okay. Danke, Erik, jetzt bin ich ein bisschen geil. Glaubst du, wann kam Schuh des Manitou raus? Schuh des Manitou muss auch... Ich denke so 2008. 2008? Sorry. Erstmal, Holly, ich muss es nochmal einfach sagen. Ich weiß, du hast Nein, es. Nein, sag's nicht. Sag's nicht. Aber du siehst echt fantastisch aus. Okay. Der Teaser, ne? Haha, hast nicht mit gerechnet. Ja. Ruhig jetzt. Oh, der Clip ist gut, ja. 2001. Mhm. So alt sind wir alle. Die Mucke hat er gefasst. Templet. Ja, nice. Geil. Na gut. Ach, shit. Nein. Was? Nein. Oh, nice, Bro. Ach, Flo. Hi. Geil. Oh Gott. Geil.
Hallo, Ina Inski. Oh shit, Alter. Katzen? Geil. Katzen. Ein Resub. Geil. Huhu und willkommen zurück. Ich hab dann auch immer so Performance-Druck, wisst ihr? Ich hab Performance-Druck, das aufzumachen. Boah, oh nein, oh mein Gott. Du darfst den auch nicht festhalten. Ich wusste es. Oh mein Gott, Leute, ehrlich. 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 Kurz darüber, nein. Ehrlich. Geil. Wie schafft eigentlich so Nordrhein-Westfalen oder was? Irgendwie so, ey, ja, oder Hessisch könnte Hessisch. Das auch sein. Stimmt. Aber mega nice. Was, voll gut. Ey, sowas erfreut mich voll. Ja. Was ich mich gerade frage, ist, wie Jammery das schafft, Counter-Strike Go aussehen zu lassen wie 1-3. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Du meinst, dann fragst du dich auch Ehrlich meine ich mich das. Vor allem auch bis dieses falsche Seitenverhältnis. Aber es ist wahrscheinlich, damit er einfach so auf 1600 FPS kommt. Ja, kann sein. Einfach so 720er Auflösung und ja. Details so auf matschig. Wo? Jeremy. Tja. Der heißt nicht Jeremy, er ist Jammery. Okay, Jim. Ja, das ist die Gewalt. Das ist die Gewalt. Ja. Bitte fall zusammen runter. Oh, schade. Okay. Alter, wir haben den nächsten Bugbeat. Nice. Nice, die Can da unten. Ja. Ist gut. Kann man was machen mit. X. Walla. Gold. Ich würde ja jetzt mit dir anstoßen, aber du hast mir kein Bier gemacht. Oh, das Bier! Das ist im Eisfach! Oh, nein, der klassische Moment. Okay. Oha. Aber ich hab wie mache ich denn, wie war, Überhaupt dann, Here comes the money! Ist nicht dein Ernst! Oh mein Gott, du bist doch. Nein! Heftig. Nein! Sie stirbt! Was? Hat er damit wie in so anderen Cam-Shows. Das würde einiges erklären. Nee, da hat das passende Geräusch gefehlt. Ich hab das nicht gehört. Ah. Ach scheiße, da müssen wir das Ding halt beladen und schieben. Wenn ihr das gerade verstanden habt, ihr seid alle pervers. Wer schreit okay. Gerade die ganze Zeit? Das ist immer noch sie. Ich will dieses Spiel mit euch spielen übrigens. Grand. LOL, er hat alle getötet aus seinem Team. Lost, Alter. Ey, da hinten hat jemand gerade mit dem Katapult geschossen. Keine Ahnung, wer das war, Digga. Können wir bitte dieses Spiel zusammen spielen? Ich sehe es jetzt in letzter Zeit so oft. Wie heißt denn das nochmal? Ich sehe das in letzter Zeit. Chivalry 2 ist das, glaube ich. Oder Mortau? Was? Mortau? Mortau, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich sehe das in letzter Zeit so oft und es sieht so lustig aus. Es sieht so unfassbar lustig aus, weil die Charaktere halt in-game auch schreien und es gibt so geile Compilations von diesem Spiel, die so insane lustig sind, weil die Charaktere sich in-game so witzig verhalten. So gut. Also Chivalry 2 Beta, okay. Achso, das ist doch Chivalry 2, nicht Mortau, okay. Aber okay. Der hat ja richtig viele weggeholt. Aber Beta ist vorbei, schade. Wo bist du? Hier unten. Bam. Er kommt von hinten. Okay. Ah. Pupskuss. Oh, da reicht ihr da. Oh, was ist das denn? Oh, ich hab'n Popel. Alter, Reise, danke schön immer für deine Gifted Subs. Bei eklig.
Dankeschön, Atarashi. Okay, also, aber es was war ein Joke. Ja, aber, es war so ein Verpackungsding, aber gut gemacht. Ja, aber trotzdem widerlich, Alter. Ja. Ey, trotzdem. Übrigens, weil Milchbaum uns ja neulich mal, ne, als wir das Video uns da angeschaut haben, gesagt hat, so, ja, es sind ja nur die Highlights und man schaltet dann immer. So, ich habe neulich, bin ich auf Twitch und habe einmal raufgeklickt, weil ich gedacht habe, okay, ich challenge das. Ich klicke jetzt random rauf. Random raufgeklickt. In dem Moment sitzt sie auf dem Stuhl und zieht sich so eine tote Schweinepuppe hier von unter sich so, wie aus sich raus. Und ich dachte so, nee, sorry, ich klicke rein und sehe das. Danke. So, es ist einfach bewiesen jetzt. Tut mir leid. Okay, Daniel. Alter, er sieht aus, als hätte er komplett aufgegeben. Das hätte er einfach komplett aufgegeben, Alter. Das stimmt tatsächlich. Digga, wirklich auch die Suppe, da passt ja alles. Nur, wenn ich bei Pizza mit Koch mitmachen würde, hätte ich ja gar keine Chance mehr. Mich macht fertig, wie der Herd aussieht. Ich meine, das sieht doch nach richtigem Gourmet-Essen aus hier, oder? Ja. Oh. Sauer? Ich gehe zurück zu der grünen Farbe. Ja, also früher, da habe ich Fortnite sehr viel gespielt und ich hatte oft so 10 FPS. Das ist ja, und was ist denn los? Ich kam mit Computer nicht so zurecht, wissen Sie. Aber ich habe mir dann den tollen Fertigen bei Hightech geholt und dann auf was, einmal Werbung, hatte was? Ich tatsächlich mal auch 60 oder mehr FPS, 4K, tolle Grafik. Das ist einfach fantastisch. Wir drehen Kurzfilme. Ich weiß nicht, was das war. Hab ich nicht verstanden. Eine Truhe mit ganz viel Farbe. Nee, Farbe habe ich. Oh, lol. Ach, wie geil. Cat was blown up, geil. Drei Katzen tot. Oh mein Gott, what the fuck? Was haben wir denn hier? Augenposten, KE40. Es tut mir leid, ich muss das jetzt durchziehen mit dem Bild. Einer der am weitesten von der Festung entfernten Schutzorte, an dem Pfadfinder meteorologische und kartografische Daten sammeln. Hier sollte sich eines der Signalgeräte befinden, das Daten über den Standort der groben Kuppel enthält. Sie zieht's durch. Der gute alte Augenposten, ja, Alter. Ich finde auch gut, dass sie das durchzieht. Ich bin drauf, bis einer in den Chat reinkommt und denkt, ich bin dumm einfach. Verstehe nicht mehr so, aber ich verstehe nicht mehr. Was? Verstehe ich nicht, wie sowas passiert. Ja. Geht um Arbeitsrecht. Was? Stormwave, da kannst du die Frage jemanden stellen, der sich auch vielleicht damit auskennt. Also ich kenne mich mit Arbeitsrecht so gut wie gar nicht aus. Da ich nicht arbeite, sondern streame. Nee, aber... Sad Streamer Noises. Ja, wirklich, Alter. Lustig. Sie hat verstörend viele Pflanzen. Aha. Sie ist so wie Snappy. Ja, ist wie, wie in Snappys Büro. Krass. Ja, ich habe wirklich... hab auch so, kennt ihr diesen alten Film? Hier, wie hieß der? Mein kleiner Dingsbumsladen, wie hieß denn der? Mit dieser Riesenpflanze? Das Rocky Horror Show. Also hier da der. Mein kleiner Horrorladen oder wie heißt der? Auf dem das basiert. Ja, ja, mein kleiner Horrorladen oder so. Der kleine Horrorladen, ja, genau. Ja, genau. Da gibt's es ist doch auch so mit Pflanzen voll und dann diese Riesenpflanze da, die alle auffrisst. So, ich glaube, das passiert bald bei uns im Büro. Sie beschießen dich mit Dingen. Dafür wurde ich nicht bezahlt. Ich finde immer, dass Shoyoka krass Ähnlichkeit mit Lady Gaga hat. Ich weiß nicht warum. Ah, was mache ich hier eigentlich? Ah! Hast du noch genug Money? Die wollte ich. Ja, wo ist denn dein Shop? Weiß ich gerade nicht, ich bin hier. Nein! Stark. Oh no! Ich dachte, das ist ein Gelände oder so. Habt ihr meine Möwe gesehen?
die fliegt hier manchmal einfach so rum. Oh, da ist hier die Möwe. Das ist so fick. Ja, komm doch mal her. Ja, komm doch mal her, du kleine Möwe. Sorry, Mann, aber bei Sturmi gibt's nur Premium, Alter. Danke übrigens nochmal für den Raid heute, Sturmi. Kuss. Millionen im Aha oder so. Ja, ist doch easy. Ich finde Leute, die einfach random aus dem Stuhl fallen, gut. Der Moment, wo er noch struggelt und versucht, das zu retten, war einfach zu gut. Achte mal auf sein Gesicht. Du hast den Terror richtig gesehen in seinen Augen. Guck mal hin, du. Aha oder so. Ja, ist doch easy. I love it. Schön. Dieser Versuch des Zurückspringens. Dein Ernst? Ey, Alter, das ist jetzt nicht passiert, oder? Junge Scheiße, Alter. Das ist nicht passiert. Sagt ja auch, einmal ist keinmal. Also ist einmal null und zweimal ist einmal und einmal ist keinmal. Also ist zweimal auch null. Ja, wenn du sagst, einmal ist keinmal und einmal ist null, dann ist auch zweimal null. Also ja, du kannst eben, ja nicht aus null mehr machen. Wenn man sagt, einmal ist keinmal, dann macht man es einmal. Man sagt doch, einmal ist keinmal und zweimal ist einmal zu viel, oder? Nee, zweimal ist zweimal zu viel. Das kenne ich nicht. Das ist der Gag. Okay. Nein, aber seine Argumentation ist ja, einmal ist keinmal. Das heißt, und wenn Alter, zweimal macht, einmal wäre. Ihr macht mich gerade beide fertig. Wenn zweimal einmal wäre, dann wäre mal einmal ja wieder keinmal. Ja? Verstehst du? Nee. Einmal, dann ist es ja nicht. Also ich kann es wieder machen, das ist ja wieder das erste Mal. Amazing, Alter. Dann ist ja zweimal auch keinmal. Das heißt, dreimal ist dann zweimal und zweimal ist ja einmal und einmal ist ja keinmal. Also ist ja wieder keinmal. In der Praxis weiß ich das erst morgen, ob wir uns heute Abend sehen. Tod im Weg. Wir haben Shattered Glass. Also einer hat Entschuldigung. Oh okay, Gott. Das könnte sein, dass der Mieter ist, dadurch wenn er gucken kann. Auf Holy das habe ich schon öfter gehört, Tobi. Ist das wirklich so? Natürlich wird der Tobi jetzt ja sagen. Frag doch mich. Ich möchte mich an dieser Stelle neutral halten, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Chef pflege. Ich verstehe. Sag, wann das denn, Tobi? Ganz neue Töne hier. Die Jen wieder. Oh. Die Jen. Mein Arm ist falsch. Mein Arm ist hinter meinem Kopf. Okay, jetzt aber. Ja. Nope. Und noch eine Runde. Okay, das ist lustig schön gewesen. Das ist von links nach. Ja, aber warum? Ja, aber warum? Ich habe Bücher immer so rumgelesen. Warum ist das andersrum? Das ist ja geil. Macht man das bei Animes oder Mangas so? Ja, aber warum? Damit du die rechte Hand noch frei hast, oder? Oh. Hä? Ja, he found out. Ich gebe auch offen zu, dass ich einfach besser bin. Die Taverne, hey, guck mal. Also du machst es wieder kaputt. Was? Nein, wir sind doch hier in der Eheberatung, oder? Eheberatung, ist das so? Weißt du, ich glaube einfach, dich hat jetzt, glaube ich, einfach die Sonne. Jetzt war das ein Nerd, sehr zentral. Doch. Übrigens, auch da an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen, haben wir uns vorhin auch geradet, die Taverne zum Frühling. Aber Dankeschön. Nice. Ja, mir steht jetzt gerade unten im Büro, okay. Aber ich bin im Lab. Dollar, also ich bin im Lab. Ja. Wie gesagt, ich stehe seit einer Minute sehr, sehr breit vor dir. Ja, aber wo denn? Also das möchte ich bei meinem Mann auch, ne, so ganz kurze Korrigation. Schlaganfall. Wie heißt denn das? Will sie Korrektur sagen? Ich habe keine Ahnung, was sie sagen will, um ehrlich zu sein. Oder will sie korrigieren, glaube ich. Aber wie spricht man das aus? Kurze Korrigation? Korrektur, ja. Okay, ist ja gut. Entschuldigung. Korrektur, danke, Jakob. Das ist schon geil. Ich muss noch mal hören, wie sie es genannt hat. Tut mir leid. Korrigation. Na gut. Entschuldigung. Also, Korrektur. Lass es bitte einfach. Okay! Wenn es scheitert, dann zuckst das. Frankreich, okay, wir sind schon bei Frankreich. Der ist das Hitler? Oh, come on. Come on. Paul, du bist gemutet übrigens. Lol. Ich weiß nicht, wie lange schon.
What? Und er wird weggemacht. Wetten. What? Nee, du nicht. Nee, nicht mit der Waffe, die ist so OP aktuell. Ja, ich bin drin im Game. Na, Lulz. Er hat sich erschrocken. Er hat es safe revived. Du, ich keine Sorge. Oh, lol. Alter, Jungs, dieses Spiel ist einfach das fucking geilste Spiel aller Zeiten, wirklich. Das müsst ihr gespielt haben. Auch an alle da draußen, spielt dieses Spiel, das ist fantastisch. Das ist doch so ein Pitch, der mir wirklich, ich weiß nicht, worum es geht. Ich habe das noch nie gesehen. Das ist, ich hab mir das mittlerweile komplett gegeben und es ist wirklich ein fantastisches Spiel mit einer tollen Message. Okay, es ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Es heißt Say No More und es ist einfach ein relativ kurzes Ding, wo du gar nicht so viel machst, außer ein paar Button drücken, aber es ist halt in seiner Absurdität so lustig. Es ist eine Geschichte, wo es darum geht, dass du lernen sollst, öfters Nein zu sagen. Und es ist halt nachher spielt in so einer Firma und in dieser Firma bricht halt so ein Krieg aus, weil es sind halt alles Ja-Sager in der Firma und alle hören sie auf das, kommt einer an und sagt, ey, fotokopier bitte diese 60 Seiten, hol mir Kaffee, ja. Sondern gibt's den einen, der den Aufstand wagt, indem er Nein sagt und die Leute, sein Nein ist so mächtig, dass die Leute durch Wände fliegen und so, ist halt super lustig und alle sind immer voll brüskiert und so, oh nein, er hat Nein gesagt. Und er stellt sich dann irgendwann der Chefin der größten Nein-Sager und von einer, da gibt's super viele Twists drin und es ist super gut. Gebt euch das wirklich mal Say No More, das ist wirklich gut. Fantastisches Spiel. Okay. Du kannst ja am Anfang aussuchen, wie dein Typ Nein sagt, deswegen kannst du in allen Sprachen machen. Auf Japanisch übrigens immer noch am besten. Also, ja, das ist quasi ein Wortwitz, das Say No More. Ja, das ist schon Sein oder so. S-O-Ausrufezeichen More. Genau. Also Say No More. Genau. Das ist genau der Wortwitz, ja. Sag öfter mal Nein. Okay. Olli, drück Play. Wie viele Tasten drückt er? Ist der gleich? Oh, das tut wirklich weh. Bruder, was ist passiert? Was geschehen? Er hat den Tisch mitgenommen. Er hat den kleinen Tisch oder die Bettkante mitgenommen vom Gestell. Das war der Tisch. Es war der Kopf. Er hält sich den Kopf. Ja. Er ist mit dem Kopf bei dem Salto an die Ecke, glaube ich. Da fliegt man dann fast schon ein bisschen von weg. Von dem Tisch. Da muss man dann auch schon ein bisschen anfangen zu schreien. Weil der hat echt Power, muss ich sagen. Ja, was soll ich sagen? Das ist echt krass, das Gerät. Du bist eine heulende Mimose. Oh, nö. Oh, komm her. Guck mal. Für dich rede ich jetzt auch in einer tiefen Stimme. Huh? Komm. Ich rede jetzt für dich in einer tiefen Stimme. You just hit with the wow. Hey, wie komisch! Oha! Hey, wie komisch! Was? Was ist das für ein Spiel? Durch Alt F4 sieht man noch, wo was auszufüllen ist. Von dem Spiel generell, oder was? Oh nein, ach, Sturmi, komm. Nein. Dann sieht man die Flächen, oder was? Warte mal, Alt F4. Ja, das ist der Grounded-Musiker. Maukis Hütte sieht scheiße aus. Sie baut den ganzen Tag, wird nichts draus. Ihr Lagersystem ist für den Arsch. Sie steigt ständig rum und sagt, leck mich am Arsch. Cool. War nice. Abonniert Twitch Textlich Germany. Ja. Lol, was? Er hat uns und Milchbaum übereinander gelegt? Ich glaube eher, das ist ein Affront, das ist eine Herausforderung. Ich glaube, Milchbaum, nee, das ist so. Oder hat sie unser Video geguckt? Sie hat das gemacht. Sie hat unser, und hat mitgemacht, sie macht auch eine Kette. Ja, wir machen auch nochmal eine Kette. Das heißt, wir müssen eine weitere Kette bilden. Okay, kriegen wir das synchron hin? Twitch Clips Germany, natürlich kriegen wir das hin. Okay, wir müssen das easy first try. Mit Daumen. Warte.
Okay. Abonniert Twitch Clips in Germany. Schlecht. Ich muss nochmal, ich hab's verkackt. Ich kam alles zu. Alles gut, kriegen wir einen. Wie kriegst du denn? Ich kam zu früh. Na, sie steigt ständig rum und sagt, leck mich am Arsch. Abonniert Twitch Clips Germany. Das war ja schlimm, aber gut. Da muss er jetzt mit leben. Ja, aber jetzt mal im Ernst, Freunde, abonniert Twitch Clips Germany. Da muss er jetzt mit leben. So. Oh wow, danke für eine erneut sehr unterhaltsame Best Win and Fails Clips der Woche Compilation. Ganz viel Liebe geht raus. Wir hoffen, diese Kette auf ewig weiterführen zu können, bis wir das Portal in die dunkle Dimension gefunden haben. Lol. Freunde, damit sowas nicht passiert, ja, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Unser Kontingent an Videos ist aufgebraucht. Ihr müsst Daumen nach oben drücken, um das wieder aufzuladen, weil sonst passiert das.